Das krasseste Dessert meines Lebens ist dieser wackelige Berg-Fluffiness hier. Und wie es schmeckt und was es ist, zeige ich euch heute. Vielleicht erinnert ihr euch, ich bin mit dem 49-Euro-Ticket von Berlin nach Salzburg gefahren. Und das natürlich nicht ohne Grund. Denn ich wollte unbedingt die lokale Süßspeise probieren, das Salzburger Nockerl. Spontan durfte ich in die Küche. Im Meißel und Schaden, ein Traditionslokal in der Innenstadt. Die Schnitzelstation hat mich schon mal überzeugt. Aber eigentlich wollte ich sehen, wie die Nockerl gemacht werden. Denn die sind fluffig aufgeschlagene Eier mit Zucker und Preiselbeeren. Sie werden im Ofen gebacken und dazu trinkt ihr am besten ein Süßwein. Wie das so giggelt? Sind die Preiselbeeren mit Schlagobers? Falls ihr euch kurz gewundert habt, ich habe mein Handy zum Filmen aus der Hand gegeben. Und netterweise wurde nicht nur gefilmt, sondern das Nockerl wurde mir auch vorgelegt. Auf einem Bett Preiselbeeren. Ich war so krass beeindruckt, wie fluffy das ist. Und es hat definitiv was von Soufflé-Pancakes. Absolut köstlich. Weich, cremig, und schön fruchtig süß durch die Preiselbeeren. Zerfließt es im Mund. Es ist einfach perfekt. Köstlich. Kennt ihr?